englische Woche, Teil 2 in Liga 3, Brita Arena. Das Flutlicht ist an, der Traditionsclub aus Dresden ist zu Gast. Wien Wiesbaden will Wiedergutmachung nach der letzten Heimniederlage. 1:5 hieß es da gegen 96-2. Florian Stritzel, der Torhüter, hatte den Kaffee auf und wollte heute eine Reaktion sehen. Die Dresdner seit 3 Spielen sieglos, hatten aber auch Lust auf den Auswärtsdreier in Schwarz-Gelb mit der ersten Möglichkeit nach 7 Minuten. Klasse Flanke über die rechte Seite. Christoph da Ferner prüfte hier Kapitän und Torhüter Stritzel. Der hatte auf jeden Fall verstanden und jetzt schon eine Reaktion parat. Ansonsten gab es nicht viel in der ersten Hälfte. Auch die Stimmung dauerte etwas. Dresdner Fans standen im Stau. So langsam hat es jetzt aber Musik angenommen. Diese Partie, Minute 21. Wien Wiesbaden hat auf Play gedrückt. Carstens mit der Flanke, super Kopfballvorlage auf Fatih Kaya. 1:0 für Wien Wiesbaden. Das kann man mal so machen. Keiner bei Carstens, keiner bei Betzner und auch bei Kaya schaut Dynamo Dresden nur zu. Sie haben in den letzten Wochen Probleme mit der defensiven Stabilität und bekommen immer mal eins rein. Nils Döring freut sich, hat die richtigen Worte gefunden nach diesem 1:5 gegen Hannover. Das war's aber aus der ersten Hälfte. Wir springen in die zweiten 45 Minuten. 63. die Wiesbadener mit einem Angriff über die linke Seite und einer kleinen Chance. Tarik Gözü-Sirin versucht hier auf 2:0 zu stellen. Es fehlen einige Meter. Und dann wird es historisch, 65. Sascha Mockenhaupt heute von der Bank. Sein 291. Spiel für Wien Wiesbaden zieht gleich mit Clublegende Alf Minzel und sollte jetzt dafür sorgen, dass Wien die 3 Punkte sicher macht. 70. eine Kontersituation und was für eine. Carstens geht nochmal nach. Floto mit der Chance aufs 2:0. Den muss er machen, weiß er selber. In dieser Saison enorm erfolgreich, schon 5 Saisontore. Carsten super nachgesetzt und dann Schreiber mit dem Glück. 7 Minuten später diese Aktion. Kutschke, der da ranrauscht und rot sieht von Lars Erbst. Er will es nicht, er sieht es nicht, aber er nimmt es in Kauf. Die Verletzung von Florian Hübner, das kann man verstehen, diesen Platzverweis. Das ist natürlich ein Bärendienst für Dynamo, die trotzdem Druck machten und aufs 1:1 ging. 87. zweite Welle nach dem Eckstoß wieder heiße. Also den Willen konnte man Dynamo sicherlich nicht absprechen. Sie hätten aber noch lange spielen können. Es sollte irgendwie kein Tor fallen. Nochmal die Chance aufs zweite. Agiafortis eingewechselt. Auch wieder so eine Situation. Marke, den muss er machen. Der starke Betzner und dann Agiafortis. Der Anschreiber scheiterte. Einen zweiten Treffer brauchten sie aber gar nicht. Die Wiesbadener konnten jubeln. Absolute Leidenschaft, hundertprozentige Überzeugung, absolute Zweikampfführung. Und wenn du diese Basics abrufst, dann kannst du vielleicht heute auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber es ging heute einfach darum, Leidenschaft an den Tag zu legen, eine Reaktion zu zeigen. Und wir hatten gute Umschaltmomente. Wenn ich sehe, wir hatten die Riesenchance noch mit Moritz Lotto, mit Nikola Agrafiotis. Also am Ende hat man natürlich noch gezittert, gar keine Frage. Aber ich glaube, der Sieg ist echt hochverdient. Gut, wir haben Umbruch, das haben wir immer gesagt. Wir sind sehr, sehr gut gestartet. Die Erwartungshaltung immer die gleiche ist, also die steigt nicht, also die wird jetzt nicht höher wie vor 6 Wochen. Dass wir selber unzufrieden sind mit der Punkteausbeute, das ist im Moment so. Wir haben uns deutlich leichter getan in der Anfangsphase, auch was die Spiele betrifft. Und da müssen wir wieder hinkommen und für das brauchst du Tore, für das brauchst du eine gewisse Leichtigkeit. Haben wir heute nicht gehabt, gerade in der Phase dann vielleicht, wo du 1:0 hinten bist. Es war nicht alles schlecht, das quittierten auch die Fans. Sie stehen noch hinter der Mannschaft. Das 4. Spiel in Folge sieglos. Aber so langsam fängt es an zu kriseln bei Dynamo. Live beim Magenta Sport.